Wow, ist das gemütlich hier. Und? Göttlich. Das Flambieren hast du gut hingekriegt. Wirklich? Ja, so eine gute Bombe Alaska habe ich seit Anchorage nicht gesehen. Probieren wir sie. Das schmeckt. Das ist ja ekelhaft. Entschuldige, das schmeckt köstlich. Ich krieg also eine gute Note? Eine 1+. Wow. Diese Bombe Alaska à la Norwegen ist wirklich ein Erfolg. Der Erfolg war wohl eher, mitten in Grönland ein Date zu finden. Das stimmt nicht. Hier draußen sind die Frauen verzweifelter. Also, vielen Dank. Denk bloß nicht, dass das ein Geschenk war. Ich gehe fest davon aus, dass du das nächste Mal für mich kochst. Nächsten Sonntag? Ich kann dir ein Eskimo-Eis machen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich wissen will, was da drin ist. Ja, willst du. Es heißt Akutuk. Wildbeeren, Rentierfett und Robbenöl. Früher wurde auch noch das Fett von pummeligen norwegischen Entdeckern verwendet. Ein Jammer, dass es hier nur Schmächtige gibt. Vielleicht hängst du ja plötzlich gerne mit mir ab, wenn ich ein bisschen zunehme. Vielleicht. Aber vorher will ich noch etwas wissen. Warum willst du eigentlich mit mir abhängen? Naja, du bist einfach so, wie ich mir eine Frau vorstelle. Ebenso exotisch wie intelligent. Du hast wohl eher selten Dates. Was ist das? Klingt wie ein Hubschrauber. Hey, Sie da! Hinten liegt eine Sonde. Entladen Sie sie! Wissen Sie, Eure Majestät, eigentlich habe ich gerade geschlafen. Ist mir egal, machen Sie es einfach. Und zwar Dalli. Wo ist Schaumann? Euler Junior? Ja. Nova, geht's dir gut? Thule hat schon den ganzen Tag lang versucht, euch zu erreichen. Es geht uns allen gut. Mein Vater hat sich Sorgen gemacht. Eigentlich bin ich gerade beschäftigt, Alistair. Wer sind Sie denn? Rune Knudsen, ein Forscher aus Norwegen. Ich habe mit Ihrem Vater gesprochen. Der Eisbär-Typ. Ich bin gekommen, um den Ölfund zu sehen. Nova, zeig mir das Labor. Mist. Es wurden also keine Basisproben genommen. Sie wissen, dass wir die ganze Serie brauchen, Schaumann. Ich hatte noch keine Zeit. Wo ist der Fund? Bei der unteren Stecknadel. Ich fahre morgen selbst hin. Gute Nacht, Sie werden nicht mehr gebraucht. Und Sie werden mir morgen Ihre Forschungen präsentieren. Wir müssen wissen, was Sie mit Ihrer Zeit hier anstellen.